Sie sind Studenten an der Universität Heidelberg. Nennen Sie mir gerade kurz Ihren Namen. Also ich bin Hanna. Ich bin Julia. Ich bin Maren. Sie haben virtuelle Patienten kennengelernt als Studenten. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Also ich fand es ein sehr gutes Lernsystem, weil man einfach einen Patienten von vorne bis hinten praktisch bearbeitet, von der Aufnahme über die Anamnese, die körperliche Untersuchung, die Differentialdiagnosen überlegt man sich, man überlegt sich, was man für Diagnostik braucht, um eine Diagnose zu stellen und ordnet Therapiemaßnahmen an und macht praktisch den Patienten bis zum Ende durch. Und außerdem lernt man das Ganze auf eine aktive Art und Weise, sonst liest man eher im Buch und guckt, was man sich passiv merkt. Und wenn man einen virtuellen Patienten bearbeitet, dann kann man eben mal schauen, was man davon wirklich noch weiß und auch anwenden kann. Und man fühlt sich mehr auch wie ein echter Arzt sozusagen. Welche Vorteile sehen Sie noch gegenüber anderen Lernmethoden? Ja, also man kann beispielsweise auch direkt mit den integrierten Multiple-Choice-Fragen oder auch offenen Fragen einfach immer direkt auch überprüfen, ob man jetzt Wissen dazugelernt hat und ja, sich eben viel aktiver dann damit auseinandersetzen. Genau, man bekommt eben direkt Feedback von dem Programm und weiß dann, was man richtig und was man falsch gemacht hat. Sie haben auch als Hiwis gearbeitet und beim Erstellen von virtuellen Patienten geholfen. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel mein erster Job war es einfach, Fälle aus einem System in München zu übertragen in unser System, was wir hier haben, also dieses Campus-System. Und die Erfahrungen damit sind eigentlich so, man schaut ja nicht nur auf die Form, während man das überträgt, oder man schaut auch auf inhaltliche Fehler oder überlegt sich halt dabei, wie wird man selber sich erst als Student fühlen, wenn man den Fall dann hinterher bearbeiten würde. Und insofern setzt man sich ja dann da auch wieder ganz intensiv eigentlich mit dieser Thematik des Falles auseinander und das hilft einem ja dann auch wieder das Wissen, so, also neues Wissen zu erlernen oder Wissen, was man schon erlernt hat, sich wieder besser daran zu erinnern. Und das ist eine gute Erfahrung. Ja, genau, das denke ich eben auch. Also ich habe zum Beispiel selber auch Fälle erstellt und da befasst man sich eben viel intensiver mit einem Thema, weil man selber dann die Differentialdiagnosen und so weiter nachschlagen muss und dadurch prägt sich das dann viel besser ein, als wenn man das einfach nur alles mal im Buch kurz überliest. Bei Ihrer Arbeit mit virtuellen Patienten haben Sie auch verschiedene Systeme kennengelernt. Welche Unterschiede und Vorteile sehen Sie da? Ja, also es gibt ja zum Beispiel schon an einem Campus-System gibt es ja den Classic Player und den Card Player und der Vorteil beim Classic Player ist eben, dass man da selber noch ein bisschen mehr Spielraum hat, dass man selber Anamnesefragen und so weiter angibt. Das heißt, man muss ein bisschen mehr noch selber denken. Der Card Player ist dafür kompakter, sodass man einen Fall auch in kürzerer Zeit bearbeiten kann. Und ja, zum Beispiel beim Open Labyrinth System ist es eben nicht so, dass man nur einen vorgegebenen Weg hat, sondern es gibt mehrere Möglichkeiten, sodass man da zum Beispiel auch was falsch machen kann und dann geht es dem Patienten dann eben schlechter und dann muss man sozusagen wieder zurück an den Anfang. Ja, es hat, beide Systeme haben eigentlich Vor- und Nachteile. Ja.